die Gläubigen küssen. Eine wahrhaftige Reliquie, die Ferit Hedea tatsächlich aus der Nähe ansehen darf. Eine absolute Ausnahme. Um ehrlich zu sein, ist das ein ganz großer Augenblick für mich. Ist das wirklich einer der Korane, die zu Osmans Zeit geschrieben wurden? Gott möge zufrieden sein mit ihm. Man ist sich jedenfalls einig, dass dieser Koran eine der 6 Abschriften ist, die Kalif Osman anfertigen ließ. Dürfen wir die Seiten ansehen? Im Namen Gottes, des so barmherzigen Gottes, des überaus barmherzigen Gottes. Es gibt keine Zeichensetzung und auch keine Vokale. Ohne Vokale und ohne Zeichensetzung ist es sehr schwierig, diese Sure zu lesen. Kann ich die letzte Seite sehen? Ist das hier die letzte? Das ist die Sure die Menschen, nicht wahr? Ehre sei Gott, das ist wirklich unbeschreiblich, unglaublich, wenn man bedenkt, dass dieser Koran aus der Hand eines der erhabenen Gefährten stammt. Möge Gott zufrieden mit ihnen sein. Gibt es noch etwas, was man über diesen heiligen Koran wissen sollte? Dieser Koran wiegt 80 Kilogramm. 80 Kilo? Ganz schön schwer. Und wie viele Seiten hat er? 1087 Blätter. Wie viele? 1087. Also wirklich, er ist ganz ausgezeichnet erhalten. Er ist über 1400 Jahre alt, das ist wirklich sehr, sehr alt. Und trotzdem, Ehre sei Gott, man könnte meinen, dass er vor nicht einmal 100 Jahren geschrieben wurde. Gott ist groß. Das ist fantastisch.